Hey Leute, sicher wisst ihr, dass beim Skat ein Grang die meisten Punkte bringt und dass bei diesem Spiel diese vier Jungs als einzige Trümpfe eine ganz besondere Rolle spielen. Aber wisst ihr denn auch, wie hoch die Grangquote bei sehr erfahrenen und bei Top-Spielern überhaupt ist? Also wie viele eurer als Alleinspieler durchgeführten Partien solltet ihr überhaupt einen Grang nominieren? Ja? Ich frage deshalb, weil ich weiß, dass viele Hobbyspieler überrascht sind, wie hoch diese Quote ist. Und zwar liegt sie tatsächlich bei über 33%. 33 und ein bisschen. Also im Prinzip jedes dritte Spiel solltet ihr idealerweise Grang annoncieren. Könnt ihr typischerweise Grang annoncieren. Und das heißt natürlich, wenn ihr immer auf die vier Buben wartet, um einen Grang zu spielen, dann werdet ihr diese Quote nicht erreichen. Es gibt eben auch Grangs, die deutlich anders gestaltet sind. Und dazu wollen wir uns heute mal einen anschauen. Das letzte Rätsel, Buben im Sturm von Martin Däuber hier eingereicht. Es ist tatsächlich eine Partie, die ich mit Martin und Eddie, wenn ich mich da noch richtig erinnere, im Livestream gespielt habe. Ein nicht ganz lupenreiner Grang. Am Tisch ein leichter Sieg. Aber wie sieht es hier aus, ne? Ich habe übrigens zu dieser Quote, ich habe ja nicht gesagt, wie viele davon gewonnen werden, aber wenn die Erfahrenen und die Topspieler so oft Grang spielen, dann wahrscheinlich auch mit einem Grund und die meisten Partien werden auch gewonnen. Also, wenn wir hier in das Blatt von Vorhand schauen, dann hat man ehrlicherweise natürlich auch nicht viel Hoffnung im Grang-Gegenspiel. Es ist auch ein ungezwungener Grang, das heißt keine Reizung. Der Alleinspieler hat sich freiwillig entschieden. Das heißt, der wird schon Argumente haben. Ne? Das Einzige, was uns natürlich ein bisschen aufmerken lässt, sind zwei Buben, die wir dagegen haben. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn wir selber kein einziges Volles im Blatt haben. Die der Alleinspieler dann nicht hat, die sind logischerweise bei unserem Partner. Und naja, dass der ein bisschen was mitbringt, darauf müssen wir schon hoffen. Okay, Ausspiel blanke Herz-Dame liegt nahe, weil wir eigentlich sehr wenig hier wissen und in keiner Farbe irgendwie wirklich was Gutes bewirken können. Alleinspieler nimmt das Ass und kommt mit dem Pik Buben. Der Partner zögert, dann kommt Karo Dame. Also Karo Dame ist so eine Karte, die sagt uns doch schon irgendwie, ist das eine Gegenfarbe? Wahrscheinlich nicht. Ne? Zeigt er damit Herz an? Ist Quatsch, weil das Herz Ass schon weg ist. Aber es zeigt vielleicht, dass er noch keinen vollen schmiert, dass er in den anderen Farben noch Stärke hat. Ne? Also, dass er vielleicht sogar Asse hat und auf jeden Fall hier eine schwache Farbe abwirft. Also, Karo sollten wir jetzt auf keinen Fall nachbringen. Und ja, wie geht's weiter? Ich denke, jetzt müssen wir uns zwischen Kreuz und Pik entscheiden. Und jetzt eine Stärke zu suchen, bedeutet schon, dass Pik eine gute Idee sein kann. Also ich sage nicht, dass man nicht auch Kreuz spielen kann. Karo verbietet sich, Bube zurück, denke ich auch, verbietet sich. Dann wird die Stärke des Alleinspielers kommen. Ich denke, Pik ist keine schlechte Idee. So, und jetzt zeigt sich auch, was der Partner da so überlegt hat. Der hat natürlich überlegt, ob er schon einen vollen schmiert. Und es zeigt sich auch, ja, da sind ein paar Belege. Und tatsächlich saß ich in dieser Partie hier in Mittelhand und es wäre jetzt wirklich leichter für uns gewesen, das Spiel zu schlagen, wenn ich einfach das Pik Ass reingehauen hätte. Zunächst mal wäre dann die Fortsetzung noch logischer und zwingender gewesen. Aber zum anderen hätte ich danach eben auf die Fortsetzung mit der 10 rauf gemusst und dann wäre ich schon hier in Mittelhand Pik frei gewesen. Und damit hätten sich hier zwei Stehkartenstiche für den Spieler mit den beiden Buben aufgebaut. Ne? Klar, Karo Dame ist ja auch eine Karte, die natürlich gefährdet ist. Also erstmal dieses Bild gerettet. Von daher Argumente dafür gibt es auch. Und wir sehen auch Kreuz Ass auch noch hier. Dennoch war es wichtig, jetzt Pik zu treffen. Und im Originalverlauf ist jetzt, glaube ich, Pik Ass raufgegangen. Und damit ist das Spiel tatsächlich dann schon nicht mehr zu lösen. Das eine Auge ist dann schon entscheidend. Dann steht die Karte schon auf 61 für den Alleinspieler. Wenn jedoch jetzt hier mit Nase dann nur die Pik 10 kommt, dann geht der Alleinspieler natürlich über seine Vollen. Also erstmal sticht er. Das ist hier die beste Fortsetzung. Ansonsten kann er auch zu leicht einfach eingespielt werden. So, Karo 10, bedient, bedient. Karo 10 war jetzt hier ein kleiner Bluff von der Engine. Karo Ass hat er natürlich auch noch.
hier dürfen wir jetzt natürlich nichts mehr reinlegen, so wenig wie möglich. Und jetzt kommt ja nochmal die zweite Klippe in diesem Spiel. Und das ist jetzt wirklich schon ein bisschen hardcore, schwierig. Wir müssen, gerade weil unser Partner das eben versäumt hat, in Mittelhand, im ersten Bauernstich schon Pik Ass zu schmieren, ne? Wenn er das getan hätte, könnten wir jetzt stechen und direkt die beiden Pik-Karten spielen. Und dann könnten der Partner immer noch die Kreuz-Bilder abtragen. Denn das Entscheidende hier ist, dass der Alleinspieler natürlich noch die Kreuz-10 bestellt in der Hand hält. Und so gesehen muss man hier schon wirklich ja, eine gewisse Übersicht zeigen. Und jetzt die Herz 10 abwerfen, auf die Herz 10 noch nicht stechen, denn dadurch sparen wir eben tatsächlich drei Augen. Wir sparen das Bild der Kreuz-Dame, denn jetzt bekommt der Alleinspieler nur 10 Augen. Ab jetzt wird natürlich gestochen und das öffnet eben diesen Weg, dass Mittelhand hier, ehemals Mittelhand jetzt hier das Pik Ass endlich abtragen kann, ne? Und damit können jetzt diese Kreuz Bilder entsorgt werden auf Pik, Bauern sind raus und der Alleinspieler verliert diesen kleinen Rettungsanker, die Kreuz 10. Und ja, 57 hatte er schon liegen, aber er hatte ja gar nicht so viel gedrückt. Es war ja nur die Pik Dame, es war nicht der König. Und damit geht das Spiel tatsächlich auf 60. Und wenn wir uns jetzt einmal den Spielverlauf anschauen, ich denke, dann sieht man auch, es ist plausibel, mit dieser schönen Karte in Hinterhand einen Gang zu spielen bei 18, ne? Keine Reizung, Ass 10 König, Ass 10 König, zwei mittlere Buben, Kreuz 10 Lusche.